Willkommen zurück zu Genshin. Genshin Impact. Aber, pass mal auf. Komm hin. Aber mir nicht dazwischen, wenn ich die Leute begrüße. Was soll denn das? Böser du. Na gut, willkommen zurück zu. Macht denn die Hand da schon wieder? Genshin Impact. Mit Shongyun und meinen lieben netten Freunden hier im Stream. Dem Tommy, die Lilly, die jetzt gerade irgendwie, glaube ich, eher im Lurk ist. Hallo, bist du noch da? Und die Aya? Ist die Aya noch da? Seid ihr noch da? André? Lebt ihr noch? Ah, Lebenszeichen. Das freut mich. So habe ich es gern. Wir machen dort weiter, wo wir aufgehört haben, mehr oder weniger. Denn wir haben noch den zweiten Legendenauftrag von dem guten Song Li. Ich mag den Typen. Ich mag seine Fähigkeiten. Ich mag... ja, genau, André. Hey, du bist im Fernsehen, Mensch. Aber nicht wegschalten, bitte. So, genau. Und zwar die Historia Antiqua. Akt 2. Lassen wir den Typen da einfach sitzen. Wir treffen ihn eh gleich wieder. Ayo, komm jetzt ins Fernsehen. Ach, ein alter Klassiker, ne? Für manche Leute vielleicht ein bisschen zu alt. Aber es ist genau meine wunderschöne Kindheitszeit. So, wir müssen zur Abenteurergilde. Na, das ist doch mal herzallerliebst. Was haben wir denn hier noch? Hier haben wir irgendwas weitergemacht. Freut mich sehr. Perfekt. Denn hier scheint wohl die Quest weiterzugehen. Hallo, Catherine. Mensch, wie geht's dir? Hi, Catherine. It's us. Any new commissions? As a matter of fact, there's one that looks perfect for you two. Uncle Dai is one of the foremen at Huishan Hall over in Liyue Harbor. He's hoping the Adventurers Guild can spare some manpower. What is it we have to do exactly? Manpower. I believe you'll be looking for workers. Ooh, looking for people? Awesome, we're good at that! I have no reason to doubt your abilities. I'm sure the details can be worked out face to face. If you're willing to accept this commission, head over to the dock and talk to Uncle Dai. Oh, Onkel Dai, den kennen wir doch auch. So. Warum Song Li? Ganz einfach, weil es der einzige Dude ist, der einen weiteren Legendenauftrag hat. Und das freut mich sehr, denn der führt, dadurch, dass das so ein alter Zeitgenosse ist, der hat alles miterlebt, hat Götter getötet, ist selber ein Gott und hab dann nicht gesehen, ist es natürlich der perfekte Ansprechpartner, wenn es darum geht, ein bisschen mehr über diese Welt zu erfahren. Moment. War das nicht der Grund, warum wir nach Liyue gekommen sind? Mehr über die Welt erfahren, ursprünglich? Ich glaube, da war doch mal sowas. Wir haben Paimon getroffen. Paimon hat uns irgendwie nach Mondstadt gebracht. Da haben wir Amber getroffen. Dann haben wir Wendy getroffen. Dann sind wir mit Wendy durch die Gegend gezogen. Und dann hieß es, wir sollten nach Liyue gehen. Bin ich jetzt auf den Kopf gefallen? Also ja, aber härter als sonst? Ich glaube, das war doch so, oder? Ich habe unser eigenes... Ich habe unser Ziel vom Auge verloren. Ach ja, mein Bruder. Das hinterlistige Drecksvieh. Der kann mir gestohlen bleiben. Nein, natürlich nicht. Der hat sicherlich seinen ganz tollen Part in der Story. I am indeed. Ah, now then. You must be the adventurers assigned by the guild. Huh? How could you tell? By the clothes on your back and the look on your face. Experienced adventurers at that, I'll wager. Schade, ich hätte eigentlich erwartet am Geruch. Right again. You're pretty perceptive. In this trade, you need a sharp eye for people, not just rocks. Uncle Dai can see what you're made of from a long way off. Ja, aus Holz. Das passt. Also zumindest hier oben. All right. My assistant should be arriving soon, so let's just wait here a moment. Well, to tell you the truth, this is a very difficult matter. Too much for adventurers alone to handle life here. Hmm. So there is someone else. Do you think
to the job. Ja, genau. Bleib mal ruhig, Paimon. Wir wissen ganz genau, dass es Song Lee ist. It just occurred to me that you don't have all the facts. The incident in question happened in a mine, and it's a little out of the ordinary, to say the least. Mines are dangerous places, as I'm sure you're aware. As such, I've enlisted an industry expert to cover all contingencies. Last time I checked, adventurers weren't experts in ore appraisal or geological analysis. With a professional by your side, everything should run smoothly. Besides, this guy's the best in his field. No matter the rock, he'll tell you its value to the nearest mora at a glance. I'd go as far to say that there's not a soul in Teyvat that knows rocks better than him. I'd be a fool to not enlist an expert of his caliber. Er kam schon. Seine Wiege bestand aus Stein und sein Bettchen bestand aus Stein und sein Kuscheltier, sein Lieblingskuscheltier war aus Stein. Also es gibt keinen, der sich besser mit Steinen auskennt als er. Er hasst alle Menschen und Tiere und Pflanzen, generell Lebewesen. Steine sind okay. You're a fool if you think you found Teyvat's number one rock expert. Oh, and why might that be? Because Teyvat's number one rock expert happens to be a friend of ours. Ja, echt mal. Niemand anderes als Venti, denn nur Venti weiß, wie man Steine richtig bewegt. Mit Luft. Weiß jeder. Ein paar Mal gegen den Mount Everest gepustet, ist er gleich 5 cm weitergerückt. Ziemlich ein super Leichtgewicht, das Ding. Heck, ich hatte vor, ihm ein paar Fragen zu stellen. Haha, didn't expect that, did you? Wait here, we'll go fetch him. Puzzle that Zhang Li is listening to the storyteller. Let's head over. Yeah. Okay. Dann gehen wir nochmal Zhang Li suchen. Zhang Li, wo bist du? Da oben bist du. Mal gucken, was er diesmal im Schilde führt. Ey, das wollte ich gar nicht. Egal. Teleportieren wir hin. Öffnen das Questlog. Aktivieren wieder die Quest. So. Wo könnte Zhang Li wohl sein? Ich habe keinen blassen Schimmer. Aber da vorne steht eine Person, die deutlich anders gekleidet ist als der Rest, der hier rumläuft in ganz Liwe. In our last tale, Rex Lapis. Zhang Li, there you are. In unserer letzten Geschichte, Rex Lapis, Lüge, sitzt einfach so da hinten im Publikum und brüllt die ganze Zeit den Typen an. Geh zurück in die Schule. Lern mehr Allgemeinbildung. Du hast gar keine Ahnung von Rex Lapis. Noob. Oh, here for a few tales. I didn't know you two were connoisseurs. Ist aber auch schon so ein bisschen so ein selbstverliebter Typ, ne? So, wo auch immer irgendwelche Geschichten von ihm erzählt werden, sitzt er halt eben und hört sich die Geschichten an, als ob er die Geschichten nicht kennen würde. Das ist so richtig schön Selbstbeweihräucherung, dass ich so hinsetze und so, ah ja, das ist meine Story. Ah, something I'm rarely short of. Wir haben eine Mission angenommen und wir brauchen den weltbesten Steinekenner. We need someone who understands geology and ore. Someone who understands geology and ore. Sorry, bin ich voll fehl am Platz? Ich kann nur Steine vom Himmel fallen lassen. Ja, Panda. Stress mal nicht rum, ich habe ziemlich spät angefangen, da muss ich jetzt auch ein bisschen länger machen hier zumindest in dem Spiel. Take a look around. Is there anyone in Teyvat more qualified? Da steht circa. Claims to have enlisted Teyvat's number one rock expert, but Paimon doesn't believe a word of it. Nobody understands rocks better than you. Sonst geht es hier gleich jemanden wieder Salzgöttin. Das kommt vom Gott des Salzes. Aber einen wunderschönen Zephyrot an Morgan, der sich hier jetzt einfach so mal reingeschlichen hat. Du kleiner Fuchs, du. Und natürlich auch Panda. Schön, dass du wieder da bist. You appear to have taken his claim quite personally on my behalf. Oh, no, no. It's just Uncle
Dad doesn't know what he's talking about. Paimon just wants to enlighten him. I see. Well, then, it will be my pleasure to accompany you. Really? But I should inform you that despite my expertise, I cannot necessarily claim to be a leading authority. We are at all times adrift in a sea of learning. New knowledge should be welcomed with open arms. Still, I imagine I will be of help to you in this endeavor. If we do encounter an expert, I look forward to broadening my own understandings. Ugh, stop being so modest, Xiang Li. Well, we got him. Let's head back to Uncle Dai. Also, charakterlich finde ich Song Li, also eigentlich ist er ja eine ganz interessante Person, aber so ein bisschen Charakter. So ein Charakterschwein ist er schon, ne? So, ja, ich komme mal mit und höre mir mal an, was der Laie da versucht zu erzählen über Gesteine. Naja, nur weil es mich interessiert, nicht weil ich da sein werde, um zu sagen, ich habe mehr Plan als du. This must be the friend you spoke of? Yep. Paimon doesn't know who your rock expert is, but he's got nothing on our guy. Let's not get ahead of ourselves. Still, I do have a claim to some experience in this field. Uh-huh. So you say. Wait till my guy gets here. Then we'll see. It's no use me singing his praises. You'll have to see for yourselves. Is this the place? Aha! Speak of the devil. Allow me to introduce my assistant, Kun Jun. Young Kun, hi. These are two adventurers assigned to us. And as for this gentleman... Hm? Das ist Song Li, ein Berater vom Bestattungsunternehmen. Wangsheng Funeral Parlor's Consultant. Mr. Zhang Li, I've heard about you. They say you're a man of great knowledge and many talents. I had no idea I'd be meeting you in person today. I'm sure I recognize you. Have we met at the parlor? Wait, I've never been to the parlor. Uncle Dai, aren't you gonna test them? Tja. Ja. Ja, mach mal. Teste die beiden mal. Huh? I wouldn't know where to start. Then they can figure out a way to test each other. If Zhang Li wins, he's the assistant. If Zhang Li loses... A contest? Why, it would be my pleasure. I admire your enthusiasm, good sir. I must say, you certainly have the look of an industry expert about you. It'll be interesting to see which one of us wins. Stop talking the talk and start walking the walk! Paimon, hör auf, dich unter Druck like zu setzen. I see it. Which is, incidentally, the only skill I have worth talking about. Ich muss sagen, es gibt echt nur ein Wesen im ganzen Universum, was selbst einem Gott noch irgendwie anfängt, unter Druck zu setzen. Chi-Chi! Also Klappe, Paimon. So you're an appraiser, Mr. Kun Jun. Well, no. Actually, I've already forgotten what I'm in Liyue Harbor for. I was standing by the side of the road one day when Uncle Dai called me over. Chi-Chi. 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 Ich bleib bei Chi-Chi. He saw me holding a rock and asked me a few questions. He seemed incredibly excited, even followed me for a while. We arranged to meet here. Huh? How could you forget something like that? I saw him on my way over to Liyue Harbor, poring over rocks and muttering to himself. He looked to be very familiar with him. I asked him a few questions out of curiosity. My surprise, he knew more than me, an old mining foreman. In any case, he didn't have any pressing matters and agreed to help me. So, do you have a poor memory? Not exactly. Anyway, if it's rocks you need help with, I can most certainly lend a hand. Mr. Zhang Li, what do you make of this rock? Er ist rund. Ich würde behaupten, es ist ein Stein. Ein Kiesel, um genau zu sein. A glossy exterior.
with a fissure that could only have been left in the wake of a volcanic eruption. If I'm not mistaken, this is a rough gem from another nation. Ah, a keen eye. It's no ordinary rough gem. Fragile surface layer, black veining. My intuition tells me that there's high-quality crystal ore inside. Remarkable! This rock does indeed hail from the vicinity of a volcano. I came across it in a market and snapped it straight up. The seller thought it was some leftover industrial remnant. They had no inkling of the treasure that lay within. So geht der Typ hier ab. Aber es ist schon mal ziemlich cool, dass er weiß, wo man hier das, den einen oder anderen Edelstein rausbergen kann. Finde ich ganz cool. Ist dieses Kristall erst nicht überall zu finden? Purity and geological rarity alone aren't enough to make a treasure. Some of the most precious crystals contain deposits of water or sand. In the moment of its formation, the crystal hidden within this stone shell captured a pocket of water. For water to be hidden in its depths, like a moon concealed within a mountain, reflecting shafts of daylight that make it through. Now that's a rare treasure. Such a detailed description. Almost like he saw it with his own two eyes. Say, you're not trying to hoodwink us, are you? After all, we haven't even seen what's inside yet. Everything he said is true. Most crystals are born in high-temperature environments. Heat and water aren't natural bedfellows, of course, which is why crystals with water deposits are so sought after. Moreover, this particular crystal contains mountain lake water. A rare find indeed. Ich will jetzt diesen Kristall sehen. Hallo. Ihr macht mir den regelrecht schmackhaft gerade. Well, if Xiangli says so, it must be true. I've yet to encounter anyone with a judgment as shrewd as yours, Mr. Zhongli. How did you know exactly what lay within? I've seen many such stones in my time. I recognized it immediately. I hope you didn't mind me flaunting my experience, Mr. Kunjun. Of course not. I feel I've met a kindred spirit here today. I hope you will accept my friendship. Uncle Dai, it would be a mistake for Mr. Zhongli not to join us. Trust me when I say that his level of expertise is unrivaled in the trade. You won't come across another of his caliber in your lifetime. Wow. Very well. There is strength in numbers, after all. Everyone, follow me to the chasm. There are men counting on you to find them. Das war sehr überzeugend, aber von allen Seiten, muss man dazu sagen. Also nicht nur hier von dem Typen mit der Brille, dem jungen Kunjun. Piu piu. Glaube ich, hier ist ganz gut. Da kann man einfach rüberflattern. Probieren wir es einfach mal aus. Wenn nicht, habe ich mich halt eben voll vertan. Nee, das war schon ganz gut. Sonst hätte ich nämlich hier dort drüben über die Schlucht drüber hüpfen müssen. Oder klettern müssen. Ich glaube, das hätte noch mal ein bisschen länger gedauert. Hier können wir jetzt einfach mal so rüberflattern. In der Zeit, während das Ding da rüberflattert, kann ich diese unsichtbare Tasse einfach mal zu meinem Mund führen. Und meinen Avatar buggen lassen. Macht er gut. Manchmal funktioniert das ganz gut. Mit dem Buggen. Ja, wobei das ja eher glitschen. Bug wäre, wenn auf einmal meine Hand durch den Kopf gehen, durch meinen Kopf gehen würde oder so. Stimmt, das ist auch glitschen. Das Ding hat keinen Bug. Das hat nur Glitches. Ganz einen Haufen davon. Na gut, wir sehen schon, da unten wandern unsere Freunde die Hillshirts durch die Gegend. Und ein paar Blobs. Aber die Mine ist direkt vor unserer Nase und wir landen punktgenau dort, wo ich eigentlich landen wollte. Perfekt! Ich hab doch gesagt, das ist ein guter Weg gewesen. Dann schauen wir doch gleich mal, was uns die Mine denn so verraten möchte. Ja, mit dem Eisen. So, das sind glücklicherweise alles freundliche Gesellen hier. Das sind alles Freunde von der Bergbauer-Minengilde. Wow, this mine is huge. Na? This is where the incident occurred.
6 days ago, a group of us left the site to attend to other matters. When we returned, the four men we'd left behind had vanished. I led a team around the entire mine, but found no trace. That's when I decided to enlist help. Klar. Und wen sucht man dann am ehesten auf? Jemanden, der Steine identifizieren kann. Nicht irgendwie einen Hilfetrupp oder sonst irgendwas. Nein, nein. Irgendwas muss hier in den Steinen liegen. Dass da die ganze Zeit irgendwelche Hillitschirts durch die Gegend wandern vor der Nase, ja? Pff. Dass hier irgendwelche Schatzräuber unterwegs sind. Nee. Eindeutig müssen die Steine dran schuld sein. Deswegen brauchen wir hier jemanden mit geologischen Kenntnissen. So 4 miners have disappeared. Yes, there were 10 of us. We lost Long, Bold Sen, Brave Sen, and Mao. I worked with all of them. Workers in this trade are usually young men in the prime of their lives. Could it be that the 4 of them left for another mine? Unlikely. There's no other lodging for miles around, and we didn't pass any other mines on the way over. Huh. Such a huge mine. Did you really manage to explore every corner? Ich merke schon, wo das hinkommen wird. We left no stone unturned. We tried everything short of digging further into the earth itself. How could 4 sturdy young men just vanish into the bedrock? We'll need to explore the site ourselves before extracting any conclusions. Very well. I'll wait here. Please, proceed wherever you'd like. If you come across any clues, let me know straight away. So strange. How could the 4 of them just suddenly disappear? Did they run away from something? Und im Hintergrund steht schon der erste. Und im Hintergrund steht schon der erste Schatzräuber. So von wegen. Du bist gleich Nummer 5. So kommst mir nicht davon. Du redest jetzt erstmal mit mir, Kollege. Oder verschwindest einfach im Nichts. Auch in Ordnung, so habe ich meine Gegner auch sehr gerne. Die brauchen sowas wie Geld nicht. Wir klauen denen jetzt hier erstmal alle Eisenbrocken. Ja, was denn? Some trousers. A few everyday items. They must belong to Uncle Dai and his men. Also ein paar Hosen. Das klingt eigentlich so, als hätten die während der Chef weg war, einfach mal eine richtig harte Party geschmissen, sind irgendwo im Nebelgebirge aufgewacht und haben ihre Hose verloren. Classic. Muss ich mal ein bisschen näher ausführen. Es gab bei Herr der Ringe Online, gab es halt eben die Möglichkeit, sich ins Haus ein bestimmtes Fass hinzustellen. Und wenn man zu viel von diesem Fass getrunken hat, dann wird das Bild so ganz schwammig, wird schwarz und dann wacht man irgendwo in Mittelerde auf und hat keine Hose an und bekommt dann sogar einen Debuff, der heißt, wo ist meine Hose? Mega lustig, das war der Running Gag bei uns in der Gilde. Und deswegen, das klingt einfach akkurat nach zu tief ins Glas geschaut. Paimon ist ein richtiges Rechengenie. These must be spares, right? Look, Uncle Dai's clothes are identical. The 4 of them have been gone for 6 days without a change of clothes. There's also a few handkerchiefs and some soap lying around. Oh, and some tool belts. Items for washing one's face before the dawn shift. Mining equipment. So, they didn't take any supplies. Correct. Vielleicht haben sie es nicht gebraucht, wollten mit der Hand buddeln oder so? Improbable. There are 4 pickaxes missing. It seems likely they left with the tools of their trade. They had time to take their tools, but not their everyday items? Curious. Huh. Why would someone set off with their tools, but leave their luggage behind? One, they were working close by and didn't need to move their personal effects. But seeing as they've yet to return, this seems an unlikely hypothesis. Or 2, they were forced to leave and had no time to think about their supplies.
Ja. Aber ihre Spitzhacken. It's certainly a possibility. We'll need more clues before any further inference can be made. They didn't leave. Maybe they were made to leave. Let's make a note and let Uncle Di know. So, dann schauen wir mal weiter. Vielleicht finden wir gleich noch ein paar Unterhosen oder so. Ah. Das Corlapis. Wir wissen doch, dass einer der, wie hießen sie denn gleich? Quasi die Vala der Archons. Adepten. Dass die Adepten, irgendein Adept hat doch die ganze Zeit die, seine Feinde oder die ungebetenen Gäste in irgendwelche Quarze eingeschlossen. Das klingt doch eigentlich fast genauso. Dann ergibt das wiederum Sinn mit dem, ich muss mich hier mal rausprügeln. Oh, right on time. Did you find anything? There's a chunk of ore here. Perhaps there are clues within. Ore? What does it have to do with the disappearance? Let's find out. I'll give it a try. A moment, please. Okay. Das kann man so aus den Steinen sehen. Verstehe. Looks like he's concentrating really hard. What's he up to? I see. Four men following someone out of the mine. It looks like a child. A child? What's a child doing in a mine? Ratten jagen. I'm not sure. Also, how did you see anything exactly? Oh, I don't mean see in the traditional sense. I would appreciate it if what I'm about to tell you remained a secret. It's a little odd. I've never dared to tell anyone before. I can perceive the memories of Or. Ist das Rex Lapis Sohn? Huh? Perceive? So there's no conjecture at work? You mean you can put your hand on a rock and boom, it just happens? I've always sensed that Or contains memories. Sometimes it records events that occur in the surrounding area. All I have to do is touch one and focus my attention, and the memories come to me. Das ist ein versteckter Final Fantasy 14 Charakter. Er hat eigentlich die Kraft des Transzendierens und kann einfach so Hand auflegen, ich weiß alles, brauchst mir nichts mehr erzählen. Amazing! So you can find out everything that ever happened there! It depends on the ore. Some ores have astounding memories. Others, like iron ore and white iron ore, aren't up to much. Their memories are hazy. Core lapis and crystal memories are much stronger. They record more events and in greater detail. Stone seeing. Fascinating. A rare ability indeed. It was prudent of Uncle Dai to recruit you, Mr. Kunjun. I'm glad I can be of assistance. Based on what I saw, I believe they followed this path. This will take us north, away from the mine. Wir könnten es auch auf der Karte anzeigen. Zeichnen. Aber okay, wir sollen erstmal mit Onkel Dai reden. Machen wir das mal. Aber vorher nehmen wir noch die Erze mit. Alles meine Erze. Ihr buddelt, ich sammle. Völlig in Ordnung. Excuse me, sir. Are you one of the workers here? Ah, yes, yes. You must be here about the disappearance. Please find them if you can. I don't know what happened. The weather was gloomy that day. The foreman left with a few men. I stayed behind with the other four. After a while, I decided to take a break, just to catch my breath. I ended up falling asleep in the shelter inside. When I woke up, there was no sight of them. I'd only just been speaking with them, and suddenly, they'd vanished. Maybe
Maybe I'm next. So the men that were out working disappeared, with the only one left to tell the tale having been asleep in a shelter. Perhaps an accident occurred on site. Oh, what a scary thought! An on-site accident. We should note that down too. Das sind ein paar munter zusammengewürfelte Ideen, die wir jetzt gerade haben. Lasst es uns den Typen erzählen. Weil es ja total unlogisch wäre, dass diese fetten Viecher, die sich hier unten eingenistet haben, irgendwie diese Leute verschleppt haben hätten können. Also, sorry. Ich würde denen jetzt nicht glauben. Ich würde meine Theorie doch um einiges plausibler finden. Da unten, riesiges Lager mit Hilletschirls. Da drüben, riesiges Lager mit, hier, mit Meuchelmördern hast du nicht gesehen. Und irgendwo streift hier sicherlich noch der ein oder andere Fatui rum, der gerade auf der Suche nach neuen Klamotten zum Anziehen ist oder sowas. Also, ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass da nichts mit Steinen passiert ist und so weiter. Nee, die wurden einfach aufgefressen. Guck mal, da drüben ist noch so ein Fetter. Da ist ein Fetter, da unten saß ein Fetter. Überall sind diese fetten Gegner. So, und die wollen mir erzählen, dass irgendwelche magischen Steine mit ihr reden oder was. Also ich glaube, der Typ selber hat die alle gegessen. Er ist der Kannibale. Er ist der Hauptbösewicht. Aber Moment. Hat er nicht gesagt, dass er sich selber an nichts erinnert und plötzlich einfach auf der Straße von Liwa stand? Fragen über Fragen und die obvious, also die offensichtlichen Dinge werden verschwiegen. Tja, was könnten wir da wohl machen? Richtig! Pause! Bis zum nächsten Mal.